Hallöchen und Servus YouTube. Herzlich willkommen zurück in Fallout 4. Wir machen weiter. Bei der letzten Mission haben wir Kellogg getötet und Piper ja, Bericht erstattet und ihr erzählt und haben nun eine Idee, Möglichkeit weiterzukommen und eventuell rauszufinden, wo unser Sohn. Das Geräusch da. Was das sein? Oh nein! Supermutanten, ernsthaft jetzt? Okay. Das ging nochmal gut, Freunde. Heute hast du dich mit den falschen Leuten. So, Freunde, Supermutanten sind keine einfachen Gegner. Da wollte ich gerade noch erzählen. Wie gesagt, wir wissen dann eventuell, wo Sean ist, aber zuerst müssen wir hier uns um den Kunden hier kümmern. Hier. Sonst gar nicht. Ich glaube, uns bringt es auch nicht, hier von unten zu schießen. Ja, ist nicht so gut hier. Ja, und weg ist das Ding hier. Krass, was die Dinger aushalten, ey. Richtig krass. Wir haben ein bisschen Munition bekommen dadurch. Aber die halten auch nichts aus, die Typen. Gar nichts. Kommen da noch welche? Ernsthaft jetzt? Puh, nicht cool, nicht cool. Was? Kommen da jetzt noch welche oder was? Ja, krass, ey. Das wär's. So, der ist hin und der nächste ist auch hin. Der oh, nee, was? Supermutanten Scharmützler. Wow. Wir müssen schleunigst abhauen, Freunde. Schleunigst erstmal Leben regenerieren. Wir bekommen jetzt übrigens 50% Regeneration. Das ist Stealth Boy. Ach, macht uns unsichtbar. Wie geil ist das denn? Krasse Sache. Stimpack rein und am besten gleich einen Fatman ran. Und dann geht's los, Freunde. Woo, yeah, baby. Halleluja. Das hat's mal gebracht, Freunde. Das hat es mal richtig gebracht. Und er hat eine Metallrüstung für uns dabei, die wahrscheinlich sehr wertvoll ist. Und trotzdem können wir noch gut laufen. Wow, Wahnsinn, ey. Wow. Das war nicht schlecht, Freunde. Das war überhaupt nicht schlecht. Wir müssen aber genau in die andere Richtung. Deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Ja, ich würde mal sagen, so eine Minute hält das Ding ungefähr an, was eigentlich ausreicht. Ist da vorne Gegner? Ach, ich wollte die jetzt eigentlich nicht angreifen. Scheiße. Na, dann sterbe ich halt, ist mir jetzt egal. Dann haben wir die Typen jetzt halt nicht gekillt. Verdammte Axt nochmal. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte vorher speichern sollen, als ich geschossen habe. Verdammt. Mist, Mist, Mist. Das nervt mich jetzt echt. Ja, ich sag's ja. Die sind alle noch am Leben. Verdammt! Wo geht's denn hier überhaupt hin? Scheiße! Ah, Raider sind's! Ein paar Raider! Zack und vorbei. Greif einfach zu. So geht das. Hier 10 mm Stimpack, alles dabei. Kommen da noch welche? War das alles? Da geht's hier noch hoch. So, die ist auch weg. So. Fuck, was? Ernsthaft jetzt?
Ich hab schon wieder Speichern vergessen. Mann, das kotzt doch so an, ey. Oh, Freunde, Mann, ey. Dann werft er so eine scheiß Molotow und du siehst ihn nicht kommen und dann zack, vorbei. Wahnsinn. Ich glaube, wir sollten es besser lassen, uns mit allen anzulegen. Egal, ob die Ressourcen wertvoll sind oder nicht. Das bringt's überhaupt nicht. Penado. So, das wäre erledigt. Hey, da draußen ist was. Zwei Schuss und die Dinger sind hin, das ist doch gar nichts. So, hoch da zu dem anderen, den killen wir auch noch schnell, dann kommt nachher noch einer. Ach, Mist. Wo ist denn der Rest jetzt? Entweder weiter oben. Ah. Wo du hin? Ich dich finde. Da sind sie ja, wusste ich doch. Sag ich doch, die werfen immer ihre scheiß Molotovs. Ist das der Wahnsinn, Mann? Wir brauchen unbedingt Psycho, Stealth Boy, ein Stimpack und zwar ganz dringend. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so scheiße ist hier. Kerl. So. Guck mal, kann das sein, dass der Scharmützler sich regeneriert oder so? So, dass das Ding ordentlich Schaden macht und das Ding ist hin, Mann. Ja! Ich hätte es niemals gedacht, Freunde. Krass. Dass wir die jetzt erledigen. Hätte ich echt nicht geglaubt. So, aber jetzt ganz dringend speichern, Freunde. Und jetzt kann es endlich weitergehen. Jetzt war das endlich erledigt. Das sind aber freundliche Menschen. Siehst du, sag ich doch. Nein! Doch nicht. Okay, ich hatte doch recht. Ich war ganz gut dabei, als ich die Böse eingeschätzt habe. Jetzt hatte ich mich fast ver... Wie bitte? Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Danke. Ich bin gestorben. Ernsthaft jetzt mit dem Stimpack? Das gibt's doch nicht, oder? Gut, ich hatte nicht mehr viel Leben, aber da haut sich das rein und schon füllt sich's auf. Ey, das zählt nicht, Freunde. Nee, doch, sind tot. Ich dachte schon. Wenn die jetzt noch leben würden, Mann. Boah. Würde ich eskalieren. Wir holen uns jetzt ein Fett mit und dann weg mit den Typen hier. So, zack, ihr Wichser. Wir haben jetzt nur noch 4 Fatmans, aber das muss reichen. Für die Gegner hier. Wahnsinn, ey. Die halten ja so viel aus. Und nochmal ein Stimpack rein. So. Halt jetzt Gott sei Dank ein bisschen mehr. Laserpistole braucht kein Mensch. Fusionszelle nehme ich gerne mit. Stimpack gleich mal 2. Und... die Waffe. Automatikpistole. Hört sich spannend an. Und hier geht's rein zum Mass-Fusion-Gebäude. Das schauen wir uns mal kurz an. Wie gesagt, es gibt so viel zu entdecken im Spiel. Die Hauptmissionen sind eigentlich nur ein Bruchteil davon, was man in dem Spiel sonst erleben kann. Krass. Okay, hier geht's rauf. Wer ist da? Was? Wer? Ich
die gerade selber umge... Wow! Wow! Ich habe gerade mein Aiming vollkommen verfehlt, Freunde. Vollkommen verfehlt. Gibt es hier irgendwas Spannendes zu finden? Impro-Gewehr. Na, sieht nicht so aus. Ach, da drüben! Können wir aber schnell beenden, Freunde. So, vorbei. Bis auf den letzten Schuss genau gezielt. Also, echt gut, würde ich sagen. So, und jetzt wollen wir uns irgendwie da... Die Planke brauchen wir überhaupt nicht. Impro-Repetierer-Waffe. Wir brauchen mehr Munition, würde ich sagen. Mehr dieser 10mm Munition. Aber die kriegen wir wahrscheinlich nämlich von der Frau Piper. Ganz sicher sogar. Raketenwerfer nehme ich gerne. Raketen hat sie 3 dabei. Das heißt, wir haben auch mal wieder Munition für den Raketenwerfer. Und das war es eigentlich auch schon. Ha, Piper, hey, gleich mal handeln, mein Mädchen. Bescheid. Bleibst du hier? Hier drüben. Was immer komm da her. So garstig riecht, es sollte dringend zu einem hier. Arzt gehen. Geh dorthin. Gut. So, handeln. Habe ich ja was, was du brauchen kannst. Und jetzt, Freundchen, Mädchen, will ich meine ganzen Magazine wieder. Dankeschön. So, jetzt habe ich nämlich wieder genug Munition für eine 10mm Pistole. Nämlich 250 Schuss, also nicht wenig. So, und jetzt hauen wir ganz schnell ab, dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, zu Good Neighbor und uns die Doktor, wie heißt es nochmal, Amari, Amani, wie auch immer. Ich glaube Amari, anhören, was die zu sagen hat, ob wir da was rausfinden können, wo jetzt nochmal... Unser Sean ist, es geht da lang. Alles klar. Ach, wir sind schon in Good Neighbor. Ja! Leute, guckt euch das mal an, wie freundlich das hier aussieht. Mit Leuchtschrift sogar. Wow. Mit Tür. Und da schießt gleich jemand. Oha. Ich hoffe, das hat nichts Böses zu bedeuten. Das Licht deines Pip-Boys kann ich ausschalten. Das sollte ich vielleicht machen, ja. Um dunkle Bereiche zu hellen, ja. Wenn ich wüsste, wie. Ich bin zu doof, um die Taschenlampe auszumachen. Das ist schon der Wahnsinn. Mal kurz schauen. Was Q-Effekte zeigen. Amari, genau so hieß sie. Raider-Probleme haben wir noch. Was haben wir noch? Sprich mit Paladin Dawns. Die Mission müssen wir auch unbedingt mal machen. Hey, warte. Zum ersten Mal. Unterhalten Sie uns mal mit den Leuten. Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Okay. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Oh, wie freundlich, Freunde. Blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Nick Valentine kommt für einen seiner seltenen Besuche in die Stadt und du nervst seine Begleitung mit dieser Erpressungsnummer? Freut mich, dich wiederzusehen, Nick. Du Fotze. Hancock? Was kümmert dich da? Fahrenheit heißt sie. Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bart. Hallo. Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzt. Alter, der hat einen Fatman. Ich rast aus. Außer mir. Der hat einen Fatman. Und wir können nicht Waffen modifizieren, Freunde. Waffen modifizieren. Zwar jetzt gerade nicht. Nee, jetzt gerade nicht. Nee, wir haben nämlich nichts frei. Tollerweise. Ja, ist klar, wir haben auch nichts gesammelt oder so. Obwohl, warte, bei Laserpistole konnte man irgendwas auswählen. Ach, das war keine Nennungsbremse. Alles andere. Repetierwaffe können wir auch nichts kriegen. Ebenso wenig. Nichts können wir verbessern. Das ist doch echt ernüchternd. Das ist doch krass.
Irgendwas muss doch zu verbessern gehen, Freunde. Irgendwas. Platzen ist kostenlos. Alles andere nicht. Das gibt's doch nicht, oder? Nichts kann man verbessern. Oh, das ist doch echt scheiße. Was bringt mir das dann? Nicht. Handeln will ich, mein Zeig Tipp. Mal, was du so hast. Handeln. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Oha, hat er aber was vor, der Freund. Wow. Munition hat der aber ohne Ende. Wie viel? 440 will der dafür? Wow, der... Oh, der Typ hat ja alles, was man will. Ja, bist du bescheuert. Ja, krass. Ich meine, ich kann ja mal was loswerden. Aber viel bringen wird's mir nicht. Mal kurz gesagt, Gamma-Patrone, gelber Pilotenhelm. Den will ich behalten. Gleisbolzen sind auch ganz geil. Das ist doch krass, Mann. Was der alles dabei hat. Nuka Cherry, die kann man verkaufen. Die sind mir relativ wurscht. Nuka Cola Quantum ist ein bisschen mehr wert. Die Netzrelais-Spule kann er auch haben. Was hätten wir denn sonst noch zum Weggeben? Die Räderrüstung. Bringt auch nicht, fast gar nichts. Reportermütze, San Francisco Sunlight. Habe ich sogar drei davon. Sicherung Smoking, den behalten wir uns mal. Verbranntes Wirtschaftsmagazin, der kann auch gerne mein Vorkriegsgeld und mein... Oh, das Fleisch ist was wert, das Fleisch war was wert. Ansonsten ist alles andere Schrott. Nur ich frage mich halt, was der Typ hier so da hat. Der hat nämlich hier einen super... Wow! Einen Superhammer, guckt euch das an. Das ist vielleicht nur eine Nahkampfwaffe, die sich gewaschen hat, Freunde. Raketenwerfer, Raketen, die holen wir uns auf jeden Fall gleich mal. Wie viel? Wie viel kostet eins? 59 Kronkorken für eine Rakete. Ernsthaft jetzt? Der Partystarter, das ist ebenfalls so ein Teil. Wie viel kostet das denn? 11.000 Kronkorken? Echt jetzt? Da muss ich ja cheaten, anders geht's ja gar nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich schau mal, was du hast. Das gibt's nicht. Wie kann man denn 11.000 für so eine scheiß Waffe verlangen? Das ist doch nicht mehr normal. Ich habe 631 Kronkorken gesammelt. Und das war jetzt eine Zeit, wo ich nichts gekauft habe. Also, Wahnsinn. Ey, Freunde. Das ist ja der Wahnsinn. Wir holen uns jetzt mal hier 20 Schuss. Das muss reichen. So, und wir nehmen den Handel mal an. Oder... Gleisbolzen sind mir egal. Fusionskerne... Was kostet einer 468? Da fragen wir uns mal, wie wir so viel haben können. Das ist ja der Wahnsinn. Fusionszelle, ja gut, die bringt es vielleicht jetzt nicht so. Davon nehmen wir auch mal 10. So, dann haben wir noch eine Impro-Pistole, eine Impulsgranate. Boah, die Dinger waren nicht schlecht, aber die kosten einfach viel zu viel. Wir können ja alles nachkaufen, aber... Gegen Geld, das in keinem Verhältnis steht, Freunde. In keinem Verhältnis. So. Den Superhammer holen wir uns aber. Ganz sicher. Aber so viel haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Wir müssen aber noch ein bisschen was verkaufen. Das Wasser behalte ich mir jetzt nochmal. Brennstoff können wir auch behalten. Synthetische Wahrheit kann er gern von mir aus alles kostenlos haben. Und auch die... Wo ist sie denn? Die Netzrelais-Spule, Nuka Cherry, die Cola Quantum behalte ich mir mal. Plasma-Kartusche ist auch nichts wert. Red-Kakerlakenfleisch, gar nichts wert. Die Rüstung ist nichts wert, die Mütze nichts wert. Alles weg mit dem Schmarren. Schaltkreise fiel mir auch viel zu oft.
Stealth Boy ist wertvoll, das wissen wir. Das Wirtschaftsmagazin und hier kriegen wir noch was raus. Ich würde den Handel mal akzeptieren. Jetzt haben wir noch 323 und ich hätte ganz, ganz gern, Freunde, ganz gern hätte ich die Waffen. Jetzt muss man mal schauen, was hier was kostet. Kampfmesser ist natürlich für Nahkampf geil. Wir haben hier auch eine Sniper, die kostet aber auch viel. Ein schweres Jagdgewehr. Naja, was da jetzt mit Leuchtvisier. 193. Das wäre natürlich eine Sache. Schießt aber auch nur halbautomatisch. Lasergewehr ist ganz gut. Cleo heißt die Waffe. Ne, wie heißt die Waffe? Kann man nicht lesen. Impro-Repetierer, Maschinenpistole, was den kostet auch. Das sieht schon irgendwie geil aus, muss ich sagen. Dann haben wir eine doppelläufige Shotgun, Metallrüstung. Wo ist denn dieser Hammer hin? Den Hammer hätte ich jetzt echt gern gekauft. Der kostet 441. 46, sorry, ich habe mich sogar noch vertan. Die Frage ist, brauchen wir das Ding? Mit dem Ding kannst du halt einen auf einmal wegknechten. Das ist natürlich eine geile Sache. Ich hätte jetzt eins gefunden und zwar würde ich gerne dieses Ding hier. Wo ist es denn hin? Genau. Ist automatisch und heißt. Wo ist es denn? Ach, finde ich es noch? Ja, genau. Ich lasse das jetzt hier auch so. Ich nehme den Handel an und dann haben wir noch 123 Kronkorken und von denen kaufen wir uns Munition, was das Zeug hält. Wir brauchen nicht mehr viel sparen. Auf jeden Fall. Eine Rakete ist viel zu teuer. Wir holen uns, wenn dann, Munition, normale Munition. In dem Fall Fusionszellen. Was geht? Also 20, nee, geht gar nicht. 20 mal 15. Jetzt haben wir noch 18 Kronkorken, mit denen, keine Ahnung, Fusionskern hätten wir noch 4. Bringt es überhaupt nicht. Da können wir uns jetzt noch eine 308er Munition kaufen für das Geld. Und zwar genau 2 Schuss. Hahaha. Ja, Freunde, das war's mit dieser Folge hier. Jetzt haben wir wenigstens noch schön gehandelt. Trotzdem sehe ich ein, dass wir viel zu wenig Geld haben. Da müssen wir was tun. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.